Hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Ich komme gerade vom Einkaufen und habe vorhin den Payback gelesen. Interessant war der Vergleich von Postman über Huxley und 1984 über Huxleys Schöne Neue Welt. Also in beiden Romanen verlieren die Menschen ihre Autonomie. Im Bayern 1984 durch die anonyme äußere Macht, die sie unterdrückt. Und bei Huxley ist es so, dass die Menschen die Lieben, die unterdrücken. Also Huxley ist eigentlich im heutigen Zeitalter etwas näher. Er sagt, damals bei 1984 wurden die Leute unterdrückt durch Schmerzen und heute werden sie unterdrückt durch Freude. Und sie lieben die Technologie, die ihnen das Denken und Entscheiden abnimmt. Und damit verlieren sie auch ihre Autonomie und sie lieben das. Sie lieben die Maschine. Man braucht sie gar nicht zu unterdrücken. Man etabliert die Maschine und dann passt sich der Mensch dieser Unterdrückung an. Eine rabenschwarze Vision, aber mir scheint, wir kommen dem immer näher. Weil irgendwie. Ja, so viel mal zu Payback. Des Weiteren geht es natürlich in dem Roman darum, wie die Zukunftsversionen waren und wie die Monster in der Wirklichkeit sind. Und wie der Mensch irgendwie schrittweise. Ja, man kann nicht sagen, aus seinem Dasein gedrängt wird, aber schrittweise seine Autonomie abgibt und aufgibt und resigniert wird und nur noch zu einem Anhängsel der Maschine wird. Das ist sozusagen der digitalkritische Aspekt. Ach so, ja, dann wurde noch berichtet, dass man in Versuchen, also Computer interviewen Menschen und die Menschen reagieren emotional. Also wenn der Computer sagt, ja, er fällt auch schon mal aus und immer in unglücklichen Momenten und so, dann sind Menschen bereit, persönliche Fragen viel weitergehender und tiefer zu beantworten, als wenn sie das nicht tun würden. Auch zum Beispiel so technische Fragen, die von einer Frau kommen, werden irgendwie als kalt und berechnend empfunden, während so emotionalen Darstellungen von Frauen viel besser ankommen. Also, das heißt, ich projiziere dann auch beim Computer dann meine Emotionen hinein. Die Frage ist, was passiert beim YouTube, was passiert im OnLive. Ja. Also den Hintergrund habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, oder doch, ja, der stand hier gerade in der Stuhl, da habe ich mich drauf gesetzt und das ist jetzt keine Inszenierung, sondern die Ablagen, die stapeln sich im Hintergrund. Die Wohnung ist voll gemüllt und ich habe gar keine freien Plätze, wo ich irgendwie neutral etwas darstellen kann. Ja, man kann es natürlich so Tücher spannen oder Hintergründe schaffen, um das wegzubekommen. Es ist in Arbeit oder im Anschaffungsmodus steht schon auf der Wunschliste.
Ja, das soll es mal von hier gewesen sein, Leute, und tschüss.